Ja, ich bin natürlich überglücklich, dass wir mit einem so guten Ergebnis den Text in der Versammlung angenommen haben und auch die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe bestens erreicht worden ist und wir jetzt die gesamte Argumentation sozusagen in die Weltkirche geben können. Und ich habe den Eindruck, dass am Ende sich doch Vernunft immer durchsetzt und ein Weg, der, glaube ich, sehr klug und mit ganz viel Arbeit der Beteiligten angegangen worden ist, dann am Ende doch dazu führt, dass es ein positives Ergebnis gibt. Wir können das jetzt mit nach Rom nehmen beim Ad Limina Besuch und wir haben die Möglichkeit, also das jetzt wirklich als Ganzen einzubringen. Das wird sich auswirken auf die Handlungstexte, die wir ja noch vorzubereiten haben. Und ich bin sehr froh, dass dieser historische Schritt wirklich getan ist, diese Argumentationen und diese Diskussion zu öffnen nach vorn. Frau Professor. Ja, ich bin sehr erleichtert und sehr dankbar. Es ist eine ganz wichtige Stunde für viele Frauen in der römisch-katholischen Kirche und es ist dann ein großes Signal auch in die ökumenische Gemeinschaft hinein. Sie wissen, dass gerade auch im evangelischen Bereich ja viele Frauen seit langer Zeit schon ordiniert werden. Wir suchen nach sichtbarer Einheit. In der römisch-katholischen Kirche ist es nach meiner Erkenntnis erstmals jetzt so, dass eine Bischofskonferenz, eine nationale Bischofskonferenz mit so deutlicher Mehrheit auch zugestimmt hat, dass die Argumente, die bisher dazu führen, dass Frauen ausgeschlossen sind von den Diensten und Ämtern, dass sie nochmal überprüft werden, dass wir die Wege gehen in der römisch-katholischen Kirche. Es ist ein Zeichen der Ermutigung für viele Frauen von uns und von sehr hoher Bedeutung auch im weltkirchlichen Kontext. Fragt Jürgen. Herr Bischof, Professor Sattler, es wird jetzt ganz viel darüber, immer nach Rom. Also wir bringen das nach Rom, wir bringen das nach Rom. Was haben die Frauen in Deutschland jetzt von diesem historischen Tag? Ja, wir können ja auf Grundlage dieses Rückenwindes durch die Bischöfe natürlich auch die anderen Dinge, Verkündigung, der Dienst im Wort und Sakrament, also etwa Taufe und Trauung, all die Fragen, die sich stellen, Frauen in Leitung, dafür gibt es natürlich erheblich mehr Rückenwind jetzt, weil da immerhin hinter diesem ganzen Text, der das ja alles enthält, an Argumentationen auch weit über zwei Drittel der Bischöfe stehen. Das heißt also, auch wenn in den Bistümern Schritte weiter getan werden, hat man den Rückenwind der Bischöfe. Und das ist ein großer Vorteil. Und ich denke mal, dass in dieser Gesamtsituation, in der wir standen, und wir haben ja gestern diesen Schock erlebt, wie das gehen kann, haben wir in diesem einen Tag eine Menge gelernt, wie man doch vielleicht sich mehr zusammenfinden kann und ein synodaler Erfolg auch damit gekommen ist. Und ich denke, darüber sollten wir uns gemeinsam freuen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir viel erzählen und viele Frauen sich darüber auch sehr freuen, was sich bewegen lässt. Dass theologische Argumente und vor allem auch eine gute Atmosphäre, eine kommunikative Atmosphäre vieles beitragen kann, auch nochmal zum Nachdenken, also auch zur inneren Bewegung. Und dass viele Frauen, aber auch Männer dadurch Ermutigung erfahren und nochmal auch Gründe sehen, in der römisch-katholischen Kirche zu bleiben. Strack. Helfen Sie nicht professionellen Theologen oder Theologinnen. Wer entscheidet schlussendlich darüber? Der Papst? Ein Bischofsgremium oder ein Konzil? Wer entscheidet jetzt über ein solches Anliegen, was nach Rom geht? Es gibt verschiedene Gremien, unter anderem ein Konzil oder der Bischof von Rom, aber nur wenn er das entsprechende auch ankündigt, dass er eine letzte Entscheidung treffen möchte. Es gibt aber auch die Figur nach dem letzten Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die Stimme der Gläubigen auch unfehlbar ist. Das heißt, wir werden auch diesen Prozess,
dass die Menschen selbst auch ertüchtigt werden, zu argumentieren. Auch diesen Prozess werden wir fortsetzen. Es wird also auch darum gehen, die Annahme, die Rezeption dieses ganzen Gedankengeschehens dann auch zu fördern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man darf auch, glaube ich, die Weltbischofssynode nicht unterschätzen. Der Papst hat ihr ja ein großes Gewicht gegeben, weil er einen langen Vorlauf von der ganzen Welt eingeholt hat. Und wenn wir jetzt die Argumente der Länder, die ihre Berichte eingebracht haben, die ja auch diese Frage nach den Frauen in der Kirche gestellt haben, in dieser Weise argumentativ verstärken, haben wir natürlich für die künftige Bischofssynode in Rom einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann, das ist ja fast schon wie so eine Art Vorkonzil, möchte ich mal sagen. Und da wird man nicht ganz daran vorbeigehen können. Besteht seitens Rom irgendeine Form der Verbindlichkeit, überhaupt den Text zu bearbeiten in absehbarer Zeit? Ich gehe davon aus, dass der Papst eingeladen hat, aus den Ländern das beizubringen. Und wir haben in Kürze ja den Besuch der Bischöfe in Rom. Und wir werden das mitnehmen. Und ich glaube, wenn man so viel von Synodalität spricht und so viel erbittet von den Ortskirchen, wie das jetzt geschehen ist in einem wirklichen Prozess, dann kann man eigentlich von meiner Seite gesehen da nicht dran vorbeigehen. Und da liegt eben eine vielleicht nicht kirchenrechtliche Verbindlichkeit, aber eine moralische Verbindlichkeit. Mein Eindruck ist auch, das zeigen viele Rückmeldungen, dass weltweit dieser Text schon jetzt gut gelesen wird und dass die Argumente auch ihren Lauf nehmen und von daher auch nicht nur eben die kurialen Kreise in Rom darauf achten werden, sondern auch die internationale Theologie sich dadurch ermutigt weiß, dann auch nochmal weiterhin die Argumente so einzubringen. Es wird eine Rezeption erfahren, auch im internationalen Raum. Und das wird auch Auswirkungen haben dann auf die kurialen Kreise in Rom. Deshalb die allerletzte Frage international von Herr Bollier von Lacroix. Ja, eine Nachfrage. Können Sie erzählen wirklich, was jetzt erlaubt wird in Deutschland? Ich meine, für Frauen kommen die erste Diakoninnen oder hängt es von dem Papst ab? Wir haben, haben einen Grundtext, also die Grundlage gelegt für Handlungstexte. Und da wird es dann sehr konkret, etwa im Blick auf den Verkündigungsdienst oder die Gemeindeleitung oder verschiedenes andere, also unmittelbar aus diesem Grundtext leiten sich keine Handlungsfolgen ab, außer dass eben das Gespräch fortgesetzt wird. Aber die Handlungstexte, die noch folgen, werden dann Konkretisierungen vornehmen, was dann sich verändern könnte. Blick auf Gemeindeleitung, Blick auf Taufe, Eheassistenz oder andere Dienste auch und Ämter in den Gemeinden, aber auch im überregionalen Raum oder in den Medien, in der Theologie. Also die Handlungstexte folgen noch. Ja, ich fühle mich natürlich auch als Bischof in einem Bistum ermutigte Fragen etwa der Frauen in Leitung, Verkündigung, was Frau Sattler gerade angesprochen hat, auch dann weiterzugehen, wenn 2/3 der Bischöfe dahinter stehen. Natürlich können wir nicht in der Diözese Diakoninnen oder Priester weihen, das weiß jeder. Nur es ist jetzt eine Grundlage mit eingebracht, die man nicht unterschätzen darf, allerdings auch die Auseinandersetzung steigert. Das wird in der Weltkirche auch zu größeren Diskussionen führen, mit Sicherheit. Das muss man auch sehen, wenn wir haben ja, das wissen wir, wie viele auch, das haben wir gestern ja erlebt, wie viele auch damit so nicht umgehen können, das muss man auch sehen. Deshalb möchte ich hier auch gar nicht von Sieg oder Nicht-Sieg sprechen, sondern einfach, dass wir synodal es geschafft haben, auch nach den Erfahrungen von gestern, als Bischöfe und mit allen, die hier sind, einen solchen
möchte ich mal sagen, vernünftigen und konstruktiven und differenzierten Weg zu gehen. Das darf man nicht unterschätzen. Und das schätzen auch andere Länder eben, dass die Deutschen das dann, so schwierig das oft ist, von Deutschland belehrt zu werden, das wird ja manchmal dann auch so gesehen. Aber dass wir hier theologisch differenziert damit umgehen, ist eine Hilfe, glaube ich, für große Teile der Welt.